Hallo und herzlich willkommen bei Laber Reviews. Mein Name ist Lasse Vogt und heute lässt sich Matt Damon auf Miniaturgröße schrumpfen in Alexander Payne's Downsizing. Als norwegische Wissenschaftler entdecken, dass es eine Möglichkeit gibt, Leute auf Miniaturgröße zu schrumpfen, wird das als die neue große Lösung angesehen, um den Planeten zu retten, weil das weniger Energieverbrauch und weniger Müll und so weiter bedeutet. Und so lassen sich einige Leute schrumpfen, darunter Paul Safranek, gespielt von Matt Damon, der sich zusammen mit seiner Frau für dieses Leben entschieden hat. Allerdings macht seine Frau Audrey, gespielt von Kristen Wiig, im letzten Moment einen Rückzieher und so ist er allein in Leisureland, halt dieser Miniaturversion in Amerika. Und dort schließt er einige Bekanntschaften, darunter eine illegale Einwanderin aus Vietnam, gespielt von Hong Chau. Und so erlebt er allerhand neue Dinge. Alexander Payne ist in dem Sinne ein sehr interessanter Regisseur, weil es in seinen Filmen oft um ungewöhnliche zwischenmenschliche Beziehungen und Gefühle geht. Ich habe nur einige wenige Filme von ihm gesehen bisher, darunter About Schmidt mit Jack Nicholson. Und dies ist sein erster Ausflug in den Science-Fiction-Bereich. Und die Prämisse selbst ist originell und interessant genug, dass man damit durchaus etwas machen kann. Und interessanterweise, irgendwie vergisst der Film diese Prämisse und weicht in Territorien aus, für die man dieses Schrumpfkonzept eigentlich überhaupt gar nicht mehr benötigt oder die gar nicht wirklich richtig bedeutsam mehr dafür sind. Dies ist ein sehr, sehr schwieriger Film zu besprechen. Ehrlich gesagt, weil ich habe tatsächlich ein paar Tage gewartet, bis ich diese Review mache. Heute ist Freitag und ich habe ihn am Dienstag gesehen, weil ich mir das noch ein bisschen durch den Kopf gehen lassen musste. Denn der Film fängt an mit dieser ausführlichen mit diesem ausführlichen Beginn, in dem Sinne, dass man den norwegischen Wissenschaftler sieht, der das entdeckt hat und sich dann hat schrumpfen lassen und da gab es eine erste Kolonie. Und der Anfang ist sehr, sehr lang und sehr ausführlich, wo ich mir da schon dachte, das hätte man sehr gut in einer Montage alles zeigen können. Und es gibt so eine Art Montage etwas später, aber es ist, und dann folgen wir für eine Weile Matt Damon und sein Charakter ist diese Art von, weiß nicht, All-American-Bürger in dieser Art, aber er ist halt in keiner Weise wirklich interessant. Es ist nicht schlecht gespielt oder so, aber wir wissen nicht genau, was mit diesem Charakter los ist, abgesehen davon, dass er wirklich, später beschreibt ihn eine Figur als ein bisschen jämmerlich und genau das ist er. Er lebt schon ewig in dem Haus, in dem er aufgewachsen ist und seine Mutter gepflegt hat und jetzt führt er diese Ehe und sie haben finanzielle Probleme und das Ding ist, dass wenn man sich schrumpfen lässt, dass dann das Vermögen sich vervielfältigt. Das heißt, so ein paar hunderttausend Dollar sind mehrere Millionen wert. Das heißt, man kann sich zum Beispiel so ganz viel Diamantschmuck kaufen für insgesamt 85 Dollar. Und wenn sie so ein bisschen dort hineingehen und halt so Werbespots zeigen und Veranstaltungen, die das Konzept von Downsizing attraktiv machen sollen für die Massen, dann ist das sehr interessant und hier und da kommen so ein bisschen die satirischen Spitzen zum Vorschein, die man eigentlich durchweg bei diesem Film erwartet hat. Dieser Film wird als High-Concept-Comedy verkauft in den Trailern. Das ist er nicht. Der Film hat lustige Stellen, aber es ist wirklich nicht das, was ihr erwartet. Denn nachdem sich herausstellt, dass Matt Damon nun quasi alleine gestrandet ist in Leisureland, springen wir ein Jahr in die Zukunft und wir sind, und er lebt jetzt schon eine Weile da und er hat diesen Nachbarn, gespielt von Christoph Waltz, der sich Geld verdient mit so einer Art von so illegalem Zigarrenhandel und sowas und er lebt anscheinend in diesem Apartment zusammen mit Udo Kier und dieser Film ist teilweise vollgestopft mit Promis und die sind nicht mehr als Cameos. Man hat in einer Szene Neil Patrick Harris und Laura Dern und noch ein paar andere Leute.
Und Jason Sudeikis ist in zwei Szenen und ich dachte, ehrlich gesagt, daraus machen sie viel mehr. Denn, wie gesagt, der Film vergisst irgendwann dieses Konzept und driftet in Dinge weg, für die man dieses Schrumpfkonzept eigentlich gar nicht braucht. Denn der Film nimmt so richtig an Fahrt auf eigentlich, wenn er diese Vietnamesin kennenlernt, welche gegen ihren Willen geschrumpft wurde und in einer Fernseherverpackung geschmuggelt wurde und dabei verlor sie ihr Bein und alle anderen in dieser Verpackung kamen um. Und wir finden dann heraus, dass es halt in Leisureland so eine Art von illegalen Slums gibt, also halt wirklich so einen armen Bereich. Aber der Bus fährt da öffentlich hin. Und dann verlassen wir die Hauptstory für eine Weile. Und es handelt einfach nur von Matt Damon, der versucht, ihr und den anderen armen Leuten in diesem Bereich zu helfen. Und das ist für sich genommen. Es ist relativ niedlich gemacht und es ist auch fantastisch gespielt. Und es ist eine sehr schöne, das ist das, was Alexander Payne oft macht. Und das ist eine sehr schöne zwischenmenschliche Beziehungsbebilderung. Aber ich dachte mir, und was ist jetzt genau mit dem Downsizing und so weiter? Und dann nämlich schwenken wir rüber in ein anderes Konzept, wo wir herausfinden, dass es eine Art Kult gibt, gegründet von dem Erfinder dieser Technik. Und die leben halt in dieser Art von Hippie-Kommune in Norwegen. Und es ist wirklich, dieser Film ist über 2 Stunden lang. Und das hätte er wirklich nicht sein müssen. Man hätte sich auf andere Aspekte hier konzentrieren können. Und weil dieser Film will irgendwie vieles auf einmal. Und dann plötzlich wird es zu dieser Standard-Umweltbotschaft. Und ich denke mir, ja, gut, ich verstehe schon, was der Film mir sagen will. Aber er sagt auch nicht viel mehr als das, was wir sowieso schon wissen. Halt dieser Film, es wäre sehr viel besser gewesen, wenn sie sich halt auf das Konzept von Downsizing, halt wenn sie sich darauf mehr konzentriert hätten. Denn ab und zu sagen sie so etwas wie, oh, inwiefern könnte diese Technik für das Böse benutzt werden? Halt, was ist ich, wenn man das vielleicht militärisch missbrauchen würde und so weiter. Aber es wird immer alles nur so am Rande erwähnt, in Nachrichtenschnipseln. Manchmal nicht mal das, sondern einfach auch nur in so kleinen Zwischengesprächen. Und halt, wann immer wir halt in Leisureland sind oder halt irgendwas sehen von dieser diesen geschrumpften Welten, dann ist das sehr interessant und niedlich anzuschauen. Es hat alles etwas Unwirkliches. Und ich denke, genau das ist der Punkt. Aber halt, ich dachte mir, hier steckt Potenzial drin für eine richtig gute Satire und für eine sehr viel interessantere Handlung. Und stattdessen weiß der Film nicht so ganz, was er will. Halt, er will so vieles auf einmal und dann wird es dieser Mischmasch aus verschiedenen Ideen und Handlungssträngen und Figuren, von denen man teilweise gar nicht genau weiß, was passiert. Er teilweise steht so ein Schauspieler wie Christoph Waltz einfach nur im Hintergrund und reagiert auf irgendeine Art, ohne dass er wirklich was in dieser Szene zu tun hat. Sodass ich halt manchmal denke, Alexander Payne weiß nicht mal genau, was er mit seinem Cast machen soll. Udo Kier hat extrem wenig Text. Und ich weiß nicht mal genau, was für eine Nationalität eigentlich Christoph Waltz haben soll, denn er spricht mit diesem komischen Akzent und sein Name ist Dusan. Es sind hier wirklich gute Szenarien drin. Es gibt auch einige richtig witzige Stellen, sogar am Ende. Und es gibt auch einige sehr herzliche Sachen. Aber der Film ist nicht so emotional, wie er sein will. Er ist nicht so lustig, wie er sein will. Das Konzept selbst ist interessant, aber auch da halt, sie zeigen ungefähr den Vorgang, halt wie die Leute geschrumpft werden. Zum Beispiel können sich Leute nicht schrumpfen lassen, die halt irgendwie eine künstliche Hüfte haben oder sonst was in der Art, weil es halt nur organisches Material ist, was geschrumpft werden kann. Aber sie werden dann halt vor diesem Vorgang, denen werden dann halt die Zahnkronen rausgenommen und sowas in der Art. Und natürlich können sie ihren Schmuck nicht mitnehmen und so weiter und so fort. Aber sie zeigen halt, aber sie werden dann rasiert vor dem Schrumpfvorgang, was ich nicht ganz verstanden habe, denn ich meine, Haare sind ja auch organisches Material. Ich musste sogar extra meine Biolehrerin fragen und hab ihr das Konzept vorgestellt und sie hat gesagt, wahrscheinlich liegt das an der Oberfläche. Halt, weil man dann mit den Haaren mehr Oberfläche hat und dann ist das vielleicht ungenauer. Und da dachte ich mir, ja, okay, das ergibt wenigstens Sinn.
Und teilweise sieht man dann aber auch geschrumpfte Tiere. Also man sieht dann Leute da mit Hunden spielen. So, ich denke mir, wurden die auch geschrumpft? Oder wie genau hat das funktioniert? Und deshalb, weil das, was man gerne wissen würde, wird irgendwie im Dunkeln gelassen. Und man weiß nicht genau, wie das da funktioniert. Zum Beispiel halt, wie diese ganzen Miniatursachen gebaut werden. Die wurden ja nicht geschrumpft. Die wurden extra gebaut. Und denke ich mir, sie hätten vielleicht eine Firma oder sowas zeigen sollen. Halt ein bisschen mehr halt in die Technik dort reingehen. Also davon hätte das auch handeln können. Und dann gibt's auch, da gibt's dieses kleine Gespräch von einem, der dann sowas sagt wie, hier ist mein Kater, der dann sowas sagt wie, oh, die Kleinen, wie sie genannt werden, die sollten, deren Stimme sollte nur ein Achtel zählen, weil die liegen ja dem Staat auf der Tasche und tragen nicht wirklich was bei und so weiter, halt wenn sie wählen. Und da denke ich mir, ja gut, das ist interessant, aber darauf wird auch nie wieder eingegangen. Halt, es wird wirklich nie groß in die Politik eingestiegen oder sonst irgendetwas in der Art, was bei dieser Art von Film, bei dieser Art von Konzept wirklich interessant sein könnte. Und ab und zu stößt der Film ein bisschen in diese Gefilde vor, aber halt nicht genug. Wo ich mir denke, das hätte viel besser funktioniert als Fernsehserie. Wo man vielleicht in der ersten Folge dieses Konzept etabliert und dann hat die Mark Wahlberg-Figur, die Matt Damon-Figur, wie sie dann halt geschrumpft wird und so weiter. Und dann verbringen wir Zeit in dieser Welt. Und ich dachte mir halt, vielleicht geht es hier um irgendetwas Sinistres, halt irgendetwas Schlimmes geht dort vor mit irgendeiner Art von Regierung oder Mafia in dieser Welt. Aber nein, auch nicht. Halt stattdessen verlassen wir diesen Abschnitt und gehen dann halt zu dieser Kommune, die halt ein Aussterben-Szenario erwartet und so weiter und deshalb Vorkehrungen trifft. Und ich weiß auch nicht, es wird plötzlich jetzt so überraschend sentimental und macht so was auch eins auf groß und wichtig. Und ich war mir nicht ganz sicher, wie ich damit umgehen sollte. Halt ist es kein schlechter Film. Ich würde sagen, schaut ihn euch an, wenn ihr interessiert seid. Aber es ist nicht der Film, den ihr erwartet, garantiert nicht. Und es gibt wirklich einige sehr, sehr schöne Visuals hier, ganz besonders gegen Ende. Und der Film will auf jeden Fall was aussagen, aber es ist wirklich keine Aussage, die ihr nicht schon mal woanders gehört habt. Und deshalb bin ich mir nicht sicher, mit was für einem Gefühl ihr da rausgehen werdet. Ich hatte nachher ein Gespräch mit der Person, mit der ich drin war. Und wir waren uns halt nicht so hundertprozentig einig, wie wir ihn genau finden sollten. Aber sie hatte eine ähnliche Meinung wie ich, aber es war definitiv schwierig, zu einem Fazit zu finden, wie ihr auch hier an dieser Kritik sehen werdet. Aber das ist meine Meinung. Ich empfehle den Film auf jeden Fall, weil das Konzept gut genug ist. Aber vielleicht werdet ihr enttäuscht davon sein oder vielleicht auch überrascht, weil der Film halt nicht das ist, was man so erwartet auf den ersten Blick. Ja, das ist meine Meinung zu Downsizing. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer viel Spaß im Kino. Bis dann!